kaum zu glauben, dass es jetzt der Tag ist. Also hier lang. Da. Ich bin sehr gespannt, wie es gleich wird, wenn sie dann da ist. Okay. Jetzt kommen schon die ersten. Oh, 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 oh. Soll ich was halten? Ja. Heute gibt es einen zweiten Versuch, euch hoffentlich eine Liebesgeschichte zu erzählen. Und zwar die Geschichte von Jörg und Ness. Die beiden sind schon seit einem Jahr zusammen. Jörg lebt aber in Deutschland und Ness auf den Philippinen. Und die beiden haben sich noch nie gesehen. Vor ein paar Wochen wollten die beiden sich eigentlich hier in Deutschland treffen. Dann kam dann halt auf einmal dann diese blöde Nachricht, die lassen sie nicht fliegen. Bei mir sind dann tatsächlich in dem Moment so ein bisschen auch Zweifel aufgekommen. Ja, ich weiß, was du sagen willst. Wie so typisches Drehbuch eines Romance-Scammers. Sie versuchen, irgendwelche Vorwände zu finden, um nicht halt zu ihrem Ziel zu kommen. Jetzt ist Ness wieder auf dem Weg nach Deutschland. Und wenn das Ganze klappt, dann wird morgen der Tag sein, an dem sie und Jörg sich zum ersten Mal in die Arme schließen können. Die ganze Geschichte war, glaube ich, für alle Beteiligten super nervenaufreibend, vor allem für Jörg und für Ness. Aber auch ich habe mir während der ganzen Zeit total viele Fragen gestellt. Ich war super hin und her gerissen und ihr habt euch auch super viele Fragen gestellt. Es ist wirklich traurig mit anzusehen, wie sehr Jörg daran glaubt, dass sie nach Deutschland kommen wird. Es gilt doch immer die gleiche Grundregel. Wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, ist es nicht wahr. Wenn du einen gesunden Menschenverstand hast, weißt du, dass Jörg hier verarscht wird. Auch wenn sie bis jetzt anscheinend noch kein Geld wollte. Da kamen teilweise echt krasse Spekulationen. Über die wollen wir nachher auch noch sprechen. Wir haben seit dem letzten Dreh natürlich Kontakt mit den beiden gehalten. Und ich habe auch mit Ness geschrieben. Und sie hat uns gerade eben ein Bild geschickt und gesagt, sie ist am Flughafen angekommen in Manila. So weit war sie aber beim letzten Mal auch schon. Und dann hat ihr ein Dokument gefehlt und sie durfte nicht ausreisen. Sie sagt, dass sie dieses Dokument jetzt hat. Allerdings muss sie trotzdem noch ein Gespräch mit den philippinischen Behörden machen. Und erst wenn sie da durch ist und die entscheiden, dass sie ausreisen darf, dann kann sie wirklich in den Flieger. Und ich bin jetzt mega gespannt. Hallo. Hi. Na? Ja, er hat mir halt so ein Bild geschickt, ein Flugticket. Und da ist ein Stempel drauf. Das ist quasi okay ist, ja. Wie fühlst du dich jetzt gerade, nachdem du das gehört hast jetzt von ihr? Schon besser und so. Richtig gefeiert wird halt erst, wenn sie halt ja, in meinen Armen ist. Davor halten wir uns halt noch zurück mit den Emotionen, weil man möchte halt nicht enttäuscht werden. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es weiterläuft. Aber es ist doch jetzt schon mal ein wichtiger Schritt, den ihr letztes Mal nicht geschafft habt, der diesmal jetzt geklappt hat. Ja, kaum zu glauben. Ja. Ja, bis später dann. Bis später. Ciao. Hallo. Hi. Hereinspaziert. Na, wie hast du geschlafen? Ja, ehrlich gesagt, nicht so gut. Oh. Ich war die ganze Zeit so aufgeregt. Was schiebt dir denn so im Kopf rum, wenn du dir vorstellst, dass du nachher mit ihr gemeinsam durch diese Tür gehen wirst und ihr beide gemeinsam in diesem Zimmer sein werdet? Ja, natürlich wird sie halt ein paar Sachen erkennen, halt ich mitgebracht habe. Ah, was denn zum Beispiel? Ja, mein Bild natürlich, was ich auch letztes Mal dabei hatte. Unser Schiff, genau, was mich so geprägt hat. Ja. Warum hast du dieses Bild mitgebracht? Ich hatte halt einen Moment der Selbstzweifel, ob ich das schaffe, die Krisen, die in einer Beziehung halt mal auftreten, zu überstehen. Und dann hat sie gesagt, okay, gibt es denn einen Moment, wann warst du denn das letzte Mal so richtig stolz, wo ich das Bild gemalt habe und wo das dann benotet wurde, war ich sehr, sehr stolz drauf, weil das hat die beste Note bekommen. Mhm. Ja. Und ja, wie hast du das erreicht, hat sie gefragt. Ich habe halt mir ziemlich viel Zeit gelassen, habe das Bild wirklich doppelt so lang gemalt wie alle anderen, habe ich es halt doch nicht aufgegeben. Und dann hat sie gesagt, ja, siehst du, wenn du halt sehr viel Zeit und Liebe investierst in eine Sache, dann entsteht was ganz, ganz Schönes, wo du dann dein ganzes Leben darauf stolz sein wirst. Und das war halt so der Wendepunkt, an dem ich wirklich angefangen habe, so richtig viel in diese Beziehung zu investieren. Machst du dir gerade auch ein bisschen Gedanken darüber, dass es sie vielleicht gar nicht so sein könnte, wie du dir das vorstellst? Was ist, wenn sie irgendwie ganz anders ist, wenn sie auf einmal vor dir steht? Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube eigentlich so
ans Gesetz der Anziehung. Ja. Die Persönlichkeit wird immer noch die gleiche sein. Also ich habe ja die Kommentare ein bisschen gelesen da und viele denken so, ja, die schmiert mir so ein bisschen so Honig ums Maul und ich habe dann so die rosarote Brille an. Das stimmt ja gar nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, Sie vom Flughafen abzuholen. Es wird halt definitiv ziemlich intensiv, wenn halt ich weiß, okay, der Flieger ist gelandet und ich weiß, dass jetzt jede Minute kann sie jetzt da rauskommen, dann denke ich mal, wird die Aufregung schon ziemlich groß sein. Bist du bereit, zum Flughafen zu fahren? Ja, definitiv. So, genau, hier. Ich nehme so eine Edelrose, bitte. Tschüss. Die richtigen Blumensträuße gibt es dann halt, wenn wir dann in meine Wohnung ziehen. Ah, ja, okay, ja. Und dann zieht sie mit ein, oder wie? Ja. Eine Stunde noch jetzt, ne? Bisschen so, ja, surreal, bisschen so, keine Ahnung, so, ja, kaum zu glauben, dass jetzt der Tag ist. Also jetzt fahren wir hier ab, Richtung Flughafen schon. Ja, geil. Du siehst so glücklich aus gerade. Natürlich, ja, weil ich weiß, dass demnächst bald der Flieger landen wird mit der wichtigsten Person. Diese Komponente, physisch füreinander da zu sein, das hat halt immer gefehlt. Mhm. Ja. Also ich gucke jetzt gerade auf den Flugradar und sehe, dass sie jetzt schon in Österreich ist. Oh, das ist ja schon so richtig nah. Ja, klar. Das ist jetzt schon ein Katzensprung. Naja, in einer halben Stunde soll sie landen. 13.30 Uhr, Terminal 1, B. B, ja. Also D und E. Hier lang, da. Schon in Deutschland. Gerade über die Grenze, oder? Ja, vor kurzem erst. Na, dann ist es jetzt echt nicht mehr weit. Du strahlst richtig jetzt schon. Ich bin sehr gespannt, wie es gleich wird, wenn sie dann da ist. Hier ist es schon. Nicht vorbeilaufen. Ah, okay. Hier kommt sie an. Ist gerade im Anflug. In 8 Minuten landet sie. So Gefühle, wie werde ich schon, als wäre ich schon an meinem Hochzeitstag. So, als wäre ich schon kurz davor, zum Altar zu laufen. Die ist schon im Landeanflug. Mhm. Gelandet. Da steht, ist es schon gelandet. Das ist unser Werk. Das haben wir beide durch harte Arbeit und durch Vertrauen und ja, durch ja, viel Liebe auch geschafft, jetzt hier zu stehen. Genau, ich nehme schon mal das Bild an. Ja, ich werde schon bereit sein. Kommen schon die ersten. Ich glaube wirklich, ich sehe sie sofort mit dem Gepäck. Oh, 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 oh. Soll ich was halten? Ja. Hi. Hi. Did you arrive? I arrived. Oh, I'm outside. We are waiting here. Okay, yeah, see you later. Sie ist also wirklich angekommen, anscheinend. Ich bin davon natürlich ausgegangen, klar. Keiner hat damit gerechnet, dass es so kompliziert wird. Aber wir haben halt einfach gekämpft und gekämpft und gekämpft. Ja. Und jetzt werden wir die Früchte ernten. Heute werden wir die Früchte ernten. Ich freue mich sehr drauf. Ja, das ist so ein bisschen so auf und ab und so. Bist du irgendwie froh, dass du die Hoffnung über das Online-Dating nicht aufgegeben hast? Es war alles nichts geplant. Ich habe nicht gedacht, okay, dass sich jetzt da was entwickeln wird. Da steckt halt einfach eine gewisse Seelenverwandtschaft drin. Und uns trennen jetzt vielleicht nicht mal 100 Meter bestimmt. Zum ersten Mal sehen, das wird was Besonderes sein. So, jetzt kommen die ersten Leute mit ihren richtig großen Koffern hier durch. Ja, fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Ja, selbst wenn sie die letzte ist, ich warte auf sie. Da kommt sie. Ja.
you. You are shy. You should not be shy. We're going to the car. It's okay. It's okay. Hi. It's so nice to meet you. It's great that you're here finally. Why is your hand so cold? My hands are always cold. Is it nervous? I was really, really nervous. Yeah, because it took so long. I didn't expect you to react shy. But it's okay. Yeah. The ring. This ring. This is the ring. Yeah. Oh, let me see. Can I have a look? Oh, it's really pretty. Yeah, thank you. Yeah. Es ist so krass, dass sie jetzt da ist. Ich war so aufgeregt in dem Moment vorher. Und als ich sie dann gesehen habe, hat mein Herz so einen kleinen Sprung gemacht, weil ich mich so gefreut habe für Jörg. Ness wirkt irgendwie noch ein bisschen schüchtern gerade, aber Jörg ist schon so richtig verliebt und will sie jetzt schon gar nicht mehr loslassen. Ich bin richtig gespannt, wie sich das zwischen den beiden noch entwickelt. Hold me. Yeah, you're the first man to hold me. You need to get used to it. And I'll be the only one holding you that way. And how's it to be with Jörg now? It feels really surreal. Yeah. You know, I'm asking myself, is it really real? Am I really touching him? It doesn't sing in my head right away. Yeah. And yeah. I think it's time for us to go to the hotel now. Yeah. I feel like my hands has some adhesive on it. It's not letting it go, and maybe it would only let my hands go when I have to go to the toilet or something like that. Yeah, of course, you know, it's like 1 month, yeah, then we need to wait again. You guys met each other today for the first time. Yeah. Is there anything that you're surprised about that you didn't expect to be like it is? Yeah, well, I didn't expect that she would react so shy when we met at the airport. Yeah. I wasn't even prepared. Yeah. Like, I'm already constructing an image in my head, what am I gonna do when I see him? And then he's like, okay, when he saw me, he already ran there. Yeah. And he even hugged me already right after that. And yeah, he removed my mask and he wanted me to kiss him and so on. And of course, I don't even know how to react on this. So to me, this is really, the situation is really too fast. Yeah. In our whole series of videos, we're talking about online dating. And I know that you guys met online. And what is something that you love about him? He was really into helping people. And then, he was not lying to me back then. So I also kind of attracted on this, and also has a soft side. Mm-hmm. Yeah, a vulnerable side that I find really sexy back then. And I can develop a physical attraction towards him. And he's also very, very handsome in person. So when I would ask you now, would you call Jörg your fiancé now? Yeah, I can also call him, but of course I want everything to be officially first. Yeah. Könntet ihr euch vorstellen, euch so über das Internet zu verlieben? Schreibt mir das doch mal unten in die Kommentare. Und lasst mal ein bisschen Liebe da für Jörg und Ness. When we released our video, the first part of this video series with Jörg, you guys received a lot of comments from our community that didn't really believe in your love, in your relationship. How did that make you feel to read those? I cannot really put the blame on them. Because if I would be in their position, most probably I would also think the same way. Yes, of course, this is kind of weird and awkward for other people. Two people online simply meet each other and then get wed on the first meeting. And then, it's too fast. Yeah, actually, I would confirm that this is too fast. But yeah, everybody has their own unique story anyway. And We have ours. Yeah, we have ours. And then I try to understand, like, yeah, okay, they can judge me, this is normal. Because in my country, I'm also getting judged by other people, like, yeah, I'm only getting him because of, financial advantage, whatsoever. I can understand that. But to me,
still, I deserve the benefit of the doubt because I also invested in him, not just time, not just energy, not just money. I also invested my feelings in him. Some people said that you're only here, that you're only with him. You probably know where this is going to get the European passport. Yeah. So there are people, what do you say about that? This. Yeah, I actually anticipated that even before. Yeah. Yeah, in the beginning, I noticed because some people in my country are also doing that. Mm-hmm. Like they're faking their relationship. And if I would go to him and then live with him for the rest of my life here in Germany, I have to give up my life in the Philippines. Mm-hmm. But people didn't consider this fact that I also have my life there. I have my career there. I have my family there. All of my friends are there. I was raised there. I was born there. Everything is there. So if I would leave everything that I have to prove to myself that this is already my decision. Yeah. Yeah. Because it's going to be, I'm going to start from scratch. And then in the beginning, our discussion is that he's going to me. And then we will leave there. That's why our t-shirts are also saying that I'll be there. It's the opposite. And, I'm waiting for you. This is the opposite. Yeah, of the this is our initial plan back then. And for you, there's no issues with leaving your life behind and moving to the Philippines? Yeah, if it's necessary, then of course I will not hesitate to move to her country. Yeah, yeah, because I really love her. Yeah. And I want to spend the rest of my life with her. Yeah, so I'm really happy that it all worked out and that we can show that your love and your relationship is indeed not a scam. Right. So we're just going to leave you for today and we're going to meet you tomorrow after breakfast just to see how the last couple of hours have been, just so you guys have some private time. Yeah. Thank you. Yeah. How are you feeling after the first couple of hours together? How are your feelings towards each other? Yeah, of course. I'm very, very happy. Yeah, we are looking forward to introduce her to my family. How do you feel about the future, about your plans going forward, about your relationship? Well, we are walking in the park, we're talking about children and talking about our future plans, getting married, the procedures and everything. So your plan now is to get married while you're here within this 1 month? Yeah, we will try this. Yeah, there is no guarantee that we can succeed. Yeah, because it's very complicated. We will try to get a shortcut, but if you cannot take the shortcut, then of course we will take the regular way. Just keep us updated. I'd like to hear some news from you. Yeah. Thank you guys so much for sharing your story with us. I hope that some former scam victims watch the story, that they got some sort of inspiration, that they still can manage it to find someone. Even online. Wer weiß, vielleicht treffen wir die beiden ja irgendwann nochmal wieder. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst uns doch hier mal ein Abo da. Hier oben kommt ihr auf jeden Fall zu dem ersten Video, was wir mit Jörg gedreht haben. Und hier unten findet ihr ein anderes super spannendes Funkvideo.